CDU-TV mit dem ersten Interview mit dem neuen Generalsekretär. Das kleine Wörtchen kommissarisch noch davor. Herr Gröhe, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie gehört haben, Sie werden der neue Generalsekretär der CDU Deutschlands? Also erstmal Freude über das Vertrauen, nicht zuletzt der Bundesvorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, das darin zum Ausdruck kommt, dass der Bundesvorstand der CDU mit seinem Votum unterstrichen hat. Und dann natürlich einfach die Freude und Begeisterung für unsere große Volkspartei. Ich bin an meinem 16. Geburtstag eingetreten, eher geht nicht, und habe da auf vielen Ebenen gearbeitet. Und dann ist das eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ist es das schönste Amt für ein CDU-Mitglied, das man sich denken kann? Also es ist ein wunderbares. Ob es das Wunderschönste ist, werde ich ja learning by doing erst feststellen. Aber ich freue mich riesig drauf und ich weiß, was auf mich zukommt, oder ich ahne es, und das freut mich. Wie sehen Sie derzeit den Zustand der CDU anno 2009? Ich denke, wir haben im Wahlkampf gezeigt, dass wir uns als moderne Volkspartei gut aufgestellt haben. CDU-TV und anderes trägt dazu ganz wesentlich bei. Aber das ist ein ständiger Prozess. Junge Leute haben ein ganz anderes Medienverhalten als ich oder als Ältere. Und deswegen ist es Herausforderung, da auch up-to-date sozusagen zu bleiben. Aber die CDU hat ihr entscheidendes Wahlziel, bürgerliche Mehrheit in Deutschland, erreicht. Und das ist eine gute Grundlage. Und gleichzeitig zeigt sich, die Idee der Volkspartei ist keineswegs selbstverständlich. Die SPD hat im Grunde aufgegeben, Volkspartei zu sein. Und wir müssen uns gewaltig anstrengen, moderne, wertorientierte Volkspartei zu bleiben. Gibt es etwas, das Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen haben? Mit vielen Leuten jetzt auch erstmal Gespräche führe, natürlich. Aber sehr schnell auch einen Blick in die Gesellschaft hineinzutun, auf andere zuzugehen, in den Kirchen, in der Wirtschaft, in den Gewerkschaften, um zu sagen, bei der Entwicklung moderne, wertorientierte Volkspartei bin ich am Gespräch mit euch interessiert. Das wird von Anbeginn meine Tagesordnung bestimmen. Was ist für Sie typisch CDU, wenn es das überhaupt gibt? Typisch CDU ist ein klarer Kompass, christliches Verständnis vom Menschen und gleichzeitig mittendrin in der Gesellschaft, im Gespräch mit den Menschen sein, sensibel für Veränderungen. Beides, klarer Kompass und mitten in der Gesellschaft, das ist typisch CDU. Letzte Frage, gibt es eine bestimmte Herausforderung in Ihrem neuen Amt, wo Sie sagen, Mensch, die wird zentral sein für die nächsten Jahre? Die entscheidende Frage wird sein, ob wir mehr Menschen wieder begeistern, mitzutun, auch in unseren Reihen als Mitglied. Also Demokratie nicht nur als Zuschauerveranstaltung, sondern als Mitmachveranstaltung zu begreifen. Das leisten die Orts-, Stadt-, Gemeinde- und Kreisverbände. Und dabei ihnen zu helfen, auch in der Art und Weise, wie wir durch Nutzung neuer Medien auf junge Leute zugehen, ist ganz entscheidend. Volkspartei bleibt man nur, wenn immer mehr Menschen mitmachen wollen.